So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen. Und wir müssen hier über einen Bericht sprechen, der schon ein paar Wochen alt ist, aus der Süddeutschen. Den habe ich aber jetzt bei Recherchearbeiten soweit noch gefunden. Und der ist betitelt mit positiv getestet, aber nicht ansteckend. Und das ist ja ein Punkt, den Professor Bhakti zum Beispiel schon seit Monaten am Aussprechen ist, dass positiv getestet nicht zwangsläufig auch bedeutet, dass man infektiös ist. Das heißt, dass man jemand anderes anstecken kann. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, die sich hier auftut, dass das endlich mal auch im Mainstream jetzt soweit hier ankommt. Eine tolle Sache. Und hier geht es um einen Betroffenen, Philipp Traxel nennt er sich. Und der kommt bei mir hier aus der Gegend, aus dem Rheinland, wie es in dem Artikel heißt. Und der war soweit mit dem großen C infiziert. Ganz am Anfang, so im März rum. Und hat da auch Fieber gehabt, hat Kopfschmerzen gehabt, hat den Geschmackssinn verloren. Ihm ging es sehr, sehr schlecht und so weiter. Hat auch 8 Kilogramm abgenommen, weil er nichts mehr wirklich essen konnte und so weiter. Also man sieht, ja, der Verlauf kann wirklich sehr schlimm sein. Das möchte ich nicht abstreiten, gar keine Frage. So. Danach ist er dann aber im September, so wie es jetzt hier heißt, eine Urlaubsreise nach Portugal gemacht, also gerade vor einigen Wochen. Und als sie dann wieder zurückkamen vom Urlaub, wurde er erneut positiv getestet. Angeblich wieder positiv getestet, wie es hier in der Süddeutschen heißt. Also wirklich ein kritischer Bericht, sehr, sehr gut damit umgegangen mit der Thematik. Und wie kann das Ganze eigentlich sein? Und dazu schreiben sie nämlich hier, das RKI weist aktuell darauf hin, dass Infizierte auch noch Wochen nach dem Symptombeginn positiv getestet werden können. Die US-amerikanischen Centers for Disease Control, also CDC, habe ich auch schon mal einen Bericht darüber gemacht, berichten sogar, dass Menschen noch 3 Monate nach ihrer Genesung niedrigen Virenlevel im Körper haben können. Zitat, dass diese positiven PCR-Ergebnisse bei genesenen Patienten nicht mit Ansteckungsfähigkeit gleichzusetzen ist, wurde in mehreren Analysen gezeigt, schreibt das RKI. So, und das ist ja erstmal schon mal eine knallharte Feststellung, die hier definitiv publik gemacht werden muss. Das muss man sich ja merken und ist schon mal wichtig. Jetzt kommt natürlich die logische Frage, wie kann man denn aber feststellen, ob und wann die Ansteckungsfähigkeit hoch ist oder nicht. Und dafür ist der sogenannte CT-Wert relevant. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Und so schreiben sie hier, ob jemand trotz eines positiven C-Tests nicht mehr ansteckend ist, kann der sogenannte CT-Wert zeigen. Dieser Laborwert gibt an, wie viele Zyklen ein PCR-Test durchlaufen musste, um ein positives Ergebnis zu zeigen. Je höher der Wert, desto weniger Virusmenge ist vorhanden. Bei Problemen mit viel Virusmaterial, bei Proben mit viel Virusmaterial schlägt der Test oft schon nach 15 CT-Runden an. Ab etwa 30 Runden findet sich in der Regel aber auch kein Virus mehr, das vermehrungsfähig wäre. Der CT-Wert ist deshalb nach Angaben des RKI ein Wert, der, Zitat, für die Verkürzung der Isolierungsdauer herangezogen werden könnte. So, und da muss man jetzt die Öffentlich-Rechtlichen hier an der Stelle mal wirklich loben. NDR, WDR sowie die Süddeutsche sind nämlich vorgegangen und haben hier bei den Gesundheitsämtern mal nachgefragt. Bekommt ihr denn überhaupt diesen CT-Wert von den medizinischen Laboren auch mitgeteilt? Weil der ist ja eigentlich relevant. Wenn jemand also diesen CT-Wert wirklich einen sehr niedrigen oder einen hohen hat, ist das ja ein gravierender Unterschied, ob er dann wirklich infektiös ist, ja oder nein. Das haben wir gerade gelernt. Und daran angepasst, finde ich, sollte man natürlich auch überlegen, ob der Mensch in Quarantäne muss, ja oder nein. So, aber jetzt ist nämlich hier rausgekommen, von den 137 deutschen Gesundheitsämtern, die Fragen dazu beantwortet haben, teilten 73% mit, dass sie bei einem positiven PCR-Test den CT-Wert selten oder nie mitgeteilt bekommen. Das muss man sich mal reinziehen. Nur 11% erhalten diesen Wert meistens oder immer. Bundesweit gibt es dabei große Unterschiede. Baden-Württemberg 44% der Ämter sagen CT-Wert selten oder nie mitgeteilt bekommen und über Rheinland-Pfalz bei 86% und Thüringen gar bei 92% der Ämter der Fall. Da muss man sich mal überlegen, was da wieder für eine Willkür, für einen Schwachsinn passiert. Und der Betroffene, der diesen Test gemacht hat, der sagt, ich habe einen positiven Test. Ob der aber wirklich infektiös ist, ja oder nein, steht in diesem Info-CT-Wert, bekommt da im Endeffekt gar nicht mit, beziehungsweise das Gesundheitsamt gar nicht mitgeteilt und kann mit ihm dann darüber nicht über die weitere Vorgehensweise sprechen. Das
wie ich finde, ist eine wirklich haarsträubende Vorgehensweise, die so nicht passieren darf. Schreibt eure Meinung gerne dazu mal unten rein. Und nochmal, Verschwörungstheoretiker halten berecht, so halten wohl, behalten recht, Mensch, heute ist der Wurm drin, halten auf jeden Fall recht, so wie auch Professor Bhakti und auch andere, die nämlich über solche Sachen, infiziert heißt nicht auch infektiös, gesprochen haben. Tja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, teilt das auf jeden Fall, damit da mehr Leute von informiert werden. Links dazu unterhalb des Videos in der Infobox. Abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao.